Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nicole und wir packen heute noch eine ganz spezielle limitierte Box aus, nämlich diese schwarze Box hier, die Black Friday Box 2022 von Glossy Box. Ich bin gespannt, welche 13 Produkte sich hier drin verstecken und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Zum Black Friday gab es ja so einige tolle Angebote und ich habe euch ja auch schon meinen Haul einmal abgefilmt und veröffentlicht. Ich verlinke euch den gerne mal im i, da habe ich so einige Schnäppchen machen können und kleiner Spoiler am Rande, ich finde den Reiskocher mega. Jetzt habe ich hier noch eine Box, eine spezielle Black Friday Box. Da gab es ja auch bei Lookfantastic zum Beispiel eine Black Friday Box, die ich mir aber nicht gekauft habe. Ich habe mich hier für diese entschieden von Glossy Box. Und habe dafür 20 Euro als Abonnentin der Glossybox bezahlt. Nicht-Abonnenten konnten sie auch kaufen, hat dann aber allerdings 10 Euro mehr gekostet, nämlich 30 Euro. Sie ist inzwischen leider auch ausverkauft, aber ich dachte mir, ich möchte euch den Inhalt einfach mal vorstellen, falls euch das interessiert, dann vielleicht auch fürs nächste Jahr oder so, dass ihr einmal wisst, was hier so Schönes drin ist. Der Gesamtwert soll insgesamt 150 Euro betragen und das Ganze umgesetzt mit 13 Produkten. Da bin ich sehr gespannt. Im Deckel sieht es immer so aus, schön pink. Passend irgendwie auch zur Glossy Box, ne? Und dann haben wir hier einmal diesen ersten Blick. Da geht es erstmal schwarz weiter mit schwarzen Schleifenbändchen und einem schwarzen Flyerchen, wobei hinten ist er dann weiß-pink. Und sie schreiben hier Black Friday Limited Edition. Hey Glossy, hier kommt unsere Black Friday Limited Edition 2022. Passend zum größten Online-Shopping-Event des Jahres haben wir eine exklusive Glossybox kreiert, die sich nicht nur durch ihr cooles Design abhebt, sondern auch voller heiß begehrter und hochwertiger Must-Have steckt. Über den QR-Code und so weiter gelangst du zum Magazin. Mal gucken, schaue ich dann später vielleicht mal noch mit rein. Jetzt öffne ich hier mal das Seidenpapier. Diese Box ist wirklich prall gefüllt. Wahnsinn. Also das ist quasi der erste Blick auf die Produkte. Ich sehe eine Marke, wo ich immer ein bisschen traurig werde, weil es die jetzt nicht mehr gibt. Ich glaube, mit der starten wir auch einmal. Wir haben hier ein Produkt von Love mit drin und zwar ein All-Over Eyeshadow Brush. Ich habe ja das Gefühl, dass sie jetzt einfach die Restpostenprodukte, die sie noch so hatten als Marke, einfach jetzt noch an den Mann bringen wollten und darum eben diese Marke auch jetzt bei ganz vielen Boxen noch zu finden ist. So einen Pinsel kann man natürlich immer gebrauchen und so Lidschattenpinsel, mal gucken, wie der geformt ist, wie der ausschaut. Ich habe auch ein, zwei Pinsel von Love da. Ich finde die gut. Das ist hier sogar noch richtig gut in Seidenpapier auch eingepackt. Und das ist ein relativ leichter Pinsel, aber in einer sehr schönen Optik mit diesem Hochglanz gemachten hier. Und das ist so ein flach gebundener, sehr schöner, weicher Pinsel, ein bisschen abgerundet hier in der Spitze. Also der gefällt mir ziemlich gut. Das wäre so ein Pinsel, mit dem kann man auch alles Mögliche machen, wie zum Beispiel auch Concealer einarbeiten oder am unteren Wimpernkranz Produkt aufbringen oder gezielt auch Highlighter zum Beispiel auftragen. Also ich finde, den muss man nicht nur als Lidschattenpinsel verwenden. Ich finde, das ist ein wirklich sehr schönes Produkt. Dann haben wir hier etwas drin von einer Marke, die ich auch sehr mag. Gerade auch diese Dragon's Blood Reihe, nämlich Rodial. Da habe ich auch noch einige Produkte im Backup da, die ich dann mal ausprobieren möchte. Und hier haben wir eine Augenmaske Hydrate and Tone. Es soll abschwellend wirken und es ist eine Biozellulose-Augenmaske. Die habe ich auch schon mal verwendet. Und ich finde, es sind mit die besten Augenmasken. Ich mag generell gerne diese Biozellulose-Geschichten, weil es einfach wirklich sehr, sehr feine Masken sind, die nahtlos auf der Haut liegen und nicht verrutschen und so. Also auch ein sehr schönes Produkt, gefällt mir richtig gut. So kann es weitergehen. Wir haben jetzt hier nochmal Masken, allerdings in Cremeform und hier von einer Drogeriemarke, nämlich Averde, eine Averde Naturkosmetik. Da haben wir hier die Hydro-Feuchtigkeitsspendende Maske und anscheinend haben wir hier quasi einmal Tag und einmal Nacht, also zwei aufeinander abgestimmte Produkte, die dann eben speziell für die jeweiligen Tageszeiten eine Wirkung haben sollen.
Frische Kick am Morgen oder zwischendurch. Erfrischt die Haut mit angenehm leichter Textur, mit Aloe Vera und Calendula aus kontrolliert biologischem Anbau. Das ist die Morgenmaske. Und bei der Nachtmaske intensive Feuchtigkeit über Nacht. Pflegt intensiv mit extra Feuchtigkeit mit Aloe Vera und Shea Butter aus kontrolliert biologischem Anbau, Hyaluronsäure sowie Mangokernbutter. Das klingt auch richtig gut. Ich glaube, das werde ich dann auch mal ausprobieren und testen. Jetzt sehe ich hier eine lilafarbene Tube, die mir rein optisch irgendwie sehr gut gefällt. Von By Bee haben wir hier ein Eye Plump mit Bakuchi Oil, eine Augencreme, sehr schön, mit 15 ml. Bakuchi Oil ist eine pflanzliche Alternative zu Retinol. Ich persönlich vertrage Retinol nicht so gut, komme aber mit Bakuchi Oil sehr gut zurecht. Und darum ist es für mich einfach perfekt. Also ich freue mich drüber. Ich werde es sehr gerne ausprobieren. Bakuchi Oil hat eine Slow-Aging-Eigenschaft. Das heißt, es soll so ein bisschen die Fältchen minimieren und so oder auch verhindern, dass sie erst entstehen. Ein cooles Produkt, freue ich mich drüber. Das nächste ist etwas Dekoratives von der Marke Nails Inc. London. Damaged Nail Recovery. Also ich glaube eher, ja, wenn man vielleicht so rissige Nägel hat oder so, ich würde es jetzt gar nicht mal unbedingt als dekorative Schätzchen zählen darum, sondern wirklich mehr zur Korrektur und Pflege der Nägel. Ich habe dafür jetzt leider gar keine Verwendung, weil ich ja Gelnägel habe und für meine Fußnägel bräuchte ich das jetzt nicht. Also ich denke, das werde ich mal weitergeben. Es gibt sehr schöne Farblacke von Nails Inc. London. Ich weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht solche Geschichten wie dieses hier sind, da kann ich euch leider nicht so sagen. Aber ich glaube, es macht in jedem Fall Sinn, auch sowas mal in der Box zu packen, denn da wird es bestimmt Personen geben, die damit sehr viel anfangen können. Dann haben wir hier etwas für unsere Haare von der Marke Invisibobble und zwar The Elegant Hair Ring Slim. Das sind so eine kleinen Haargummis und die sehen irgendwie ganz putzig aus. Die sind so weiß mit rosé-goldenen Sprinkeln. Ich finde die irgendwie ganz süß und wenn man sich mal so spezielle Frisuren oder so macht, finde ich die kleinen auch sehr praktisch. Also ich habe von diesen kleinen auch welche da, die ich regelmäßig verwende und die hier finde ich von der Optik irgendwie ganz süß und schön und ja, ein schönes Produkt für mich. Also ich denke, das passt irgendwie, ne? Dann haben wir hier etwas sehr, sehr Goldenes von Alverde. Alverde Naturkosmetik, ein Golden Highlighter, verzaubert jeden Look mit zarten Schimmerpigmenten für einen strahlenden Ton. Und hier sind gleich ganze 9 Gramm Produkt drin. Also damit sollte man wirklich sein Festtags-Make-up zum Beispiel sehr gut aufpimpen können. Ich mag da jetzt noch nicht reinswatchen, weil ich noch nicht weiß, ob ich den für mich behalten werde. Es ist zu einem ja Gelb-Goldton, ein sehr schöner Goldton. Von den Alverde-Highlightern habe ich so bisher die Erfahrung gemacht, dass sie eher zurückhaltender sind. Ja, also ich glaube, damit werden auch oder darüber werden sich auch sehr viele freuen. Dann habe ich hier ein ganz kleines Produkt von Treats. Treats haben auch oder Treats findet ihr auch zum Beispiel bei DM im Shop und die haben zum Beispiel auch so eine ja Brocken, so eine Badebombenbrocken und so. Da habe ich auch noch was da. Hier haben wir Love Story, ein Badetab, färbt, duftet und liegt. Also hier ist eine Rose mit abgebildet. Also ich vermute jetzt fast, dass das dann so ein rosiger Duft sein wird. Auch das finde ich ganz süß und ein schönes Produkt. Da können wir uns nochmal etwas Entspannung jetzt im Dezember gönnen. Das nächste Produkt ist ein sehr, sehr nützliches Produkt zu unserer Pinselreinigung. Also passend auch zu dem Pinsel von Love haben wir hier eine Pinselseife mit drin von der Marke Yves Rocher. Und passend zum Black Friday ist es eine schwarze Seife. Also man sieht es hier vorne schon drauf abgedruckt. Und die kommt hier in so einer kleinen Metalldose. Ich habe auch noch eine Pinselseife von Yves Rocher da. Darum denke ich, werde ich die hier vielleicht sogar auch weiter verschenken. Ich finde es so lustig, ne? Hier außen ist es so bunt und so farbenfroh. Und wenn man das Ganze aufmacht,
Ach, schade, ich glaube, wenn ich das jetzt aufmache, dann reiße ich hier dieses Siegel kaputt. Aber gut, ich denke, ihr habt sie hier gesehen und ich möchte es jetzt hier nicht kaputt reißen, weil ich es ja, wie gesagt, nicht behalten möchte. Dann packe ich das jetzt einfach ganz fix zurück. Grundsätzlich finde ich diese Metalldose aber wirklich ganz praktisch. Man kann die Seife drin lassen, macht den Pinsel feucht, swirlt dann drin rum und kann den Pinsel super auswaschen. Das finde ich sehr schön. Jetzt haben wir hier von Wilkinson Swatch ein Das ist wieder so ein Wort, was ich einfach nicht aussprechen kann. Es ist hier ein Rasierer drin in rosa. Da ist ja ein Griff und eine Klinge drin. Werde ich nicht behalten. Ich habe für mich festgestellt, dass ich einfach mit Männerrasierern viel, viel besser zurechtkomme und ich fange da jetzt nicht mehr mit Rasieren für Frauen an. Es ist, wie es ist. Ich werde es weitergeben. Hier sind 5 Klingen drin. Das ist ordentlich, ne? Sonst sind die ja meistens so mit 4 oder so. Aber hier sind 5 einzelne Klingen. Vielleicht ist der ja gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier etwas Dekoratives drin von der Marke Aiko London. Nämlich ein Rock Out and Lash Out, eine Mascara. Bold Volume. Also das ist speziell eine, die 4 Volumen geben soll und sie ist im Farbton schwarz mit 8 Milliliter. Ich finde die Eyeliner von dieser Marke hervorragend. Die Mascaren kenne ich jetzt noch nicht so gut, wobei ich da auch noch eine im Backup habe. Die hat auch so ein silbernes Packaging, ist aber eine kleine Größe, die ich da habe. Ich glaube, die werde ich darum auch weitergeben, weil ich noch eine Mascara von dieser Marke habe. Und ich denke, vielleicht mache ich sogar in diesem Video eine kleine Verlosung für euch. Mal gucken, was hier so zusammenkommt. Ich sehe hier gerade noch einen weiteren Badetab hier, der ist allerdings so lilafarben von dieser Marke Treats und das ist Magic Passion. Also das klingt doch auch sehr wundervoll, oder? Das wird bestimmt ganz wunderbar duften, finde ich auch sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Gesichtspflege, ist es glaube ich, von der Marke Polar, Neige Eternelle. Eternal Snow Youthful Promise Cream with Arctic Flowers. 20 Milliliter Produkt sind hier drin und es ist eine Gesichtspflege, die zu 95% aus natürlichen Inhaltsstoffen oder mit natürlichen Inhaltsstoffen ist. Sehr schön. Ich glaube, die wird gut pflegen, ne? Also ich finde es interessant, aufgrund dieser arktischen Blumen, die da mit drin sind. Das klingt sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier noch von Hashtag GiveThemLalaBeauty ein Produkt drin. Also nochmal etwas Dekoratives im Farbton Drenched. Und das ist bestimmt ein Lippenprodukt. Genau, Lala Lip Quencher. Wir haben hier im Prinzip einen transparenten Lipgloss. Ich finde, sowas kann man auch immer da haben, denn so pur aufgetragen zaubert man einfach einen wunderbaren Glanz auf die Lippen. Oder wenn man zum Beispiel einen matten Lippenstift hat, wo man die Farbe sehr liebt, aber man hat vielleicht keine Lust auf das matte Finish, dann kann man sich so einen Lipgloss oben drüber geben und hat dann ein ganz anderes Finish auf den Lippen. Also das finde ich sehr schön und ich glaube, dass oder dafür haben auch viele eine Verwendung für. Das finde ich toll. Jetzt haben wir hier noch ein letztes Produkt und dann ist die Box leider schon ausgepackt. Und dieses letzte Produkt ist hier nochmal so in Schutzfolie eingepackt. Okay, also das finde ich schon sehr speziell. Wir haben hier von der Marke Six ein Produkt aus echtem Sterling Silver 925. Das finde ich sehr hochwertig. Und es ist so eine Art eine Art Earcuff, würde ich sagen, was man sich so einklemmt und dann rankt es da so hoch und das Ganze ist in Sternenform. Also ich finde das schon sehr hübsch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht viele mit dieser Art, wie man es ans Ohr anbringt, vielleicht nicht so viel anfangen können. Und ich für mich weiß auch gerade noch nicht so sicher, ob ich das tragen wollen würde, weil ich doch dann mittlerweile mehr auf Silber und
goldfarbenen Schmuck stehe. Aber ich finde es toll, dass sie hier so echt einen Silberschmuck mit eingepackt haben. Und ich finde das Sternmotiv auch irgendwie ganz schön. Es passt jetzt eben auch zu dieser Jahreszeit und so. Also das finde ich ganz süß. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so ganz meinen Geschmack trifft. Wobei ich ja schon auch so Earcuffs und so trage. Ne? Also da muss ich mal noch kurz in mich gehen. Wir haben damit alles ausgepackt. Und ich werde euch mal den Gesamtwert dazu einblenden. Ich finde, es war eine richtig schöne Box, eine sehr abwechslungsreiche Box und ich denke, das lohnt sich, ne, wenn man generell auch so Beauty-Überraschungsboxen liebt und einfach ein buntes Produktsortiment haben möchte, dann hat man hier wirklich einiges geboten. Was ich mit am coolsten finde, ist einmal dieses Augenpflegeprodukt hier mit Bakuchi Oil, da freue ich mich drauf, das einfach mal zu testen. Dann auch die Invisibobble Haargummis finde ich sehr schön, den Pinsel von Love. Ich finde auch den transparenten Lipgloss sehr schön oder auch die Pinselseife von Yves Rocher gefällt mir sehr gut. Die Mascara von Aiko London finde ich auch toll. Wir hatten den Highlighter von Alverde, was ich auch großartig finde und dann diese beiden Badetabs und so, also wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Rasierer, okay, was fand ich jetzt noch so, okay, ja, mit dem Ohrschmuck, okay, und auch hier, das hier ist so ein okay Produkt für mich, aber ich finde, es ist jetzt hier nichts dabei, was ich so ganz schlecht finde oder so, also von daher denke ich, lohnt sich diese Box oder hat sich diese Box gelohnt und ich werde jetzt nochmal überlegen, denn ich glaube, ein Teil werde ich jetzt an euch verlosen. Und zwar sind das die Produkte aus der Black Friday Limited Edition, die jetzt eine oder eine von euch gewinnen kann. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich einmal die Alverde-Maske von Polar, die Gesichtspflege, den Highlighter von Alverde, den Ohrschmuck, die Pinselseife, die Nagelpflege von Nails Inc., den Lipgloss, die beiden Badetabs, den Rasierer und die Mascara eingepackt. Und wenn ihr diese Box gewinnen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Black Friday, damit weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Glück, bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.